Naja, wenn Sie sich schon gefragt habt, das größte Mysterium, was ich nehme, es sind Mannerschnitten, die mit Schokolade überzogen sind. Das sind ja diese Nachbauschnitten. Richtig. Die sind nicht so lecker wie die Originalen. Ich weiß, aber es sind viele. Ja, gut. Und solange sie kross sind, sind sie erträglich. So, jetzt probiere ich mal die Explosiv-Sniper aus. Naja, Gegen die Viecher. wenn ein Zombie erwischt, dann dir es eigentlich ziemlich zu reißen mit der Explosivmoni, oder? Rein von der Logik her, wenn das Bindegewebe aufhört zu wirken. Du kannst dich mal mit deinem Bindegewebe. Okay. Tötest du gerade diese Fledermäuse? Sie töten mich. So, come with me. Brüß. Ha. Doing. Next. Zack, geschafft. So. Oh, der Claptrap ist gefesselt. Clappy! Wir müssen einen Moron finden. Wule, was machst du im Spiel? Arschlöcher! Was du? Ich versuche alles. Ich kann das Seil nicht zerschießen. Vielleicht müssen wir gar nicht bei ihm da was machen. Ah, jetzt geht's. Ja, ist cool. Okay. Oh, das sind aber gleich viele neue dran. So, warte mal, Bigfoot. was ist die Hauptquest? Da. Die Hauptquest ist Secrets and Mysterious. And Mysteries. Das heißt, fangen wir mit der Lumberyard an, oder? Wie kennen wir den jetzt? Gar nicht. Der steht bei mir gerade in der Luft. Bei mir hängt es am Boden immer noch gefesselt. Ich habe nur mit dem Reden können. Losbinden, aber den kennen. Ich habe kein Messer. Ja, bei mir ist er komplett. Die Hände sind schon draußen aus dem Fesseln. Keine Ahnung. Er ist verzommt. Alles ist verzommt. Alter ist verzommt. Ich verzomm dich gleich. Verdammt, 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 verdammt. Was kriegst du jetzt an, das Viereck? Für diese merkwürdigen Fledermäuse. Okay. Netz. Die mache ich alle mit der SMG fertig. Eine Ich Schrot-SMG, habe das auch ist. etwas ungefähr gleich Wirksames gefunden. Ist auch eine Schrot-SMG? Nein, ich habe einen Raketenwerfer. Es wirkt. Na. Moron found, Noob found, was formed und Jump found. Ich Das hab dich ist doch schon längst gefunden. Noob. Noob. Healing geht. Nom. Aber Nom? wie super so Noob geschrieben haben, oder? Noob. Boah, Explosivschaden, Explosivschaden. Bist du deppert in Wirkung? Ja. Bindegewebe doch so schwach, wie ich es vermutet habe. Ich habe halt nur 6 Schuss pro. Wie lange lautest du noch? Nicht so lang. Dann. Ich bin wieder auf 300 Schuss oben. Explosive Contact. Ist mir hier eine Ferne drinnen. Da wird wieder die. Ja, da Transfusion haben wir drin wieder. Okay. Warte mal, ich finde das gerade nicht so.
Okay, da können wir noch gar nicht rüber. Zum Scheiß. Okay, dann machen wir die nächste General Hospital. The Pack. Whiskey Westleaf killed, Bigfoot killed, Ratchet killed und Jackie O'Callaghan. Moment, Jackie O'Callaghan. Auf wen könnte das eine Anspielung sein? Vielleicht auf Becky O'Callaghan. Richtig. Wer ist Becky O'Callaghan? Ja, das möchtest du gern wissen, hä? Nö. Also Wule, wer ist Jackie O'Callaghan? Klär uns auf. Ja, das ist die Anspielung auf dem... auf... na, auf... Scheiße. Na, auf dem O'Callaghan, na, wie heißt da... wie heißt die wunderschöne Serie? Na, nicht Filme, sonst ja auf... na, wie heißt da... der Kollege mit der Magnum. Jack Hammer? Sledgehammer? Na, bist bescheuert. Na, der Mann mit der Magnum. Du warst doch wer, die Mann. Magnum. Na. Sag's doch einfach. Ich hab keine Ahnung. Wie heißt diese wunderschönen 5 Filmklassiker? Wie heißen sie? Ach, mir fällt's aufs Reck nicht ein. Konzentriere mich so drauf, dass man im einfällt. Na, wie heißt der Scheiß? Ist natürlich kein Scheiß. Das sind geniale Filme. Ah, verdammt, klasse! Worum geht's in den Filmen? Ja, er ist halt der Cop. Ah, wie heißt der Kollege mit der Magnum? Ah. 45er Magnum, die mächtigste Waffe als Bild. Ah, la, la. Na, wie heißt der Scheiß? Du schießt echt Raketen, ja? Mir fällt's nicht ein, wie die Filme heißen. Warte kurz. Was denn? Dirty Harry! Auf das ist die Anspielung, weil er hasst der Callaghan mit Nachnamen. Gut, Bigfoot haben wir. Was haben wir noch? Was, wir haben ihn? Nein, von den Namen. Bigfoot, okay. Whiskey Wesley. Wisst ihr jetzt nicht, auf was das Anspielung ist? Und Red Jack? War's ja auch nicht. Aber ehrlich gesagt klingen die zwar irgendwie so nach Wild West, so wie Billy the Kid oder so. So klingen die, finde ich. Whiskey Wesley, das ist doch sowas von einem Wild West. Banditen irgendwie. Und Red Jack irgendwie, oder? Finde ich jetzt. Mach her, der Hund rülpst mir hinten rein, das soll nicht gehen. Und Heiderlein, wo bist du unterwegs? Ich würde mal wieder mein Inventar ausmisten. Sag mal, du hast so ein riesiges Inventar und mistest die ganze Zeit auf. Du solltest vielleicht mal anfangen, nicht jeden Scheiß aufzuklauen. Naja, es gibt gut Geld. Ja, wir haben nie Geldprobleme gehabt und werden es ja nie haben. Jedes Mal, wenn ich mir versuche, irgendeine... ich kann nur ein einziges von diesen Erweiterungsdingen nicht mehr kaufen. Ja. Du machst echt was falsch. Schau doch so aus, als kennt da irgendjemand raus. Vielleicht kennt der Fort Dead. So. Oder nicht. Also. Scavenger. Unser Bordgunner. Da liegt Geld. Zombie-Brain. Ah! Das ist echt ein Zombie. Schande. Das war Körpertreffer, oder? Ja. Das ist dann schön, ja. Vierfach Explosive! Hast du. Ich muss da mal was nachschauen. Ja, du schaust schon das ganze Spiel nach, Mensch. Vierfach Explosive, 310. Was kannst du eigentlich? Ich probiere mal die Vierfach aus. Die macht ein bisschen weniger Schaden. Naja, es ist doch, glaubt das mit dem Vierfach und das macht einfach eine höhere Chance, dass der Effekt ausgelöst wird. Na toll, ihr war dreifach. Na okay, die Sniper-Scheiße.
Einer. Ich vergleiche Waffen. Oh, langsam zifft's an, hä. Hey, das ist mein Spielstil. Ich will immer alles wissen, was ich mache. Ja, Alter, sei froh, dass ich dich nicht tot nerve. Ja, man kann es einfach lesen, hä. Es ist ja nicht so schwer. Tue ich ja, und dann vergleiche ich, was effektiver ist. Ey, ich weiß auch nicht. Das sind drei fucking Werte. Das ist nicht so wie bei DSA, wo du 50.000 Werte pro Nasenpopel hast. Nein, es gibt auch andere. Man muss ausrechnen im Kopf, wie hoch der kritische Schaden ist. Ob es mit dem Plus-Damage-Prozent. Kennst du Learning by Doing? Du equipst sie, schießt zweimal. Aha, gut, die macht weniger Schaden, nehme ich die andere. Und Frieden ist. Ja, man muss mit Werten rechnen, mein Freund. Man braucht nicht mit Werten rechnen. Das sei froh, dass ich dich bei den Plot-Missionen in Ruhe lasse, sonst würde ich dich dauernd fragen, okay, was ist der Hintergrund von dem, was ja, ist dann lies es da einfach durch, da brauchst du... Geht ja nicht, weil du immer vorläufst! Ja, weil ich keinen Bock hab, ich geh mich in der Gegend, um mal zu eiern und mich zu Tode zu langweilen. Team Charge Rates... Hauptsache, die haben da ein paar Millionen in einen Lift umgebaut. Hm. Na gut. Ich brauch die andere. Sag ich doch. Learning by doing. Zweimal schießen, war es ein bisschen besser. Nein, das war der Explosiv-Snapper. Sie geht zu Feuer-Snapper, weil die Schicht einfach zu wenig Schaden macht. Mhm. Das ist ungenau, bist du, Debatt. Hä? Hast du den erschossen? Ja. Ah! Was glaubst du, worauf schieße ich die ganze Zeit? So, ich hab hinten schießen gehört, aber nicht gesehen, wo du hinschießt. Das erklärt einiges. Scorpio dauernd at Shock Damage. Mal gleich mal schauen. Was drin? Was war das eigentlich? Das ist ein Skag, der einen Grabstein, na, der so ein Steinkreuz rumgebunden gehabt hat. Das ist ja einladend. Keller-Rack. Wie geil! Racks, die nur aus Skeletten bestehen. Hm, es wären noch nicht weniger. Da muss doch nicht Schrot ran. Was ist das? Wow, der Mond ist ein bisschen groß, kann das sein? Nein. Kommt nur so vor. Er ist gewaltig! Nochmal, das sind alles. Ah. Da hinten läuft dieser Whiskey Wesley rum. Lass mich ja mal snipern. Hm, der hat eine Feuerschwäche. Hast du den jetzt angeschossen oder habt das nur ich gemacht? Mein Schuss wird durch dich geblockt. Okay, wie viel Feuerschaden habe ich dem gerade gemacht? Das war ja bösartig. Ja, ich suche mal den nächsten. Hey, gibt's Revolver. Haben gefunden. Red Jack. Ohne Scheiß, das sind diese Wehrskags. Und ich weiß, warum er so viel Schaden kriegt. Ah, Feuertick macht 800 Damage bei ihm. Die haben echt eine dezente Feuerschwäche. Auch nur ganz dezent. Warte mal, Eridian Artefakt. Oh, das ist was für die. Shock Damage für den Vögelchen. Ich habe da mal einen Vogel vorbereitet. Den Bigfoot hast du noch nicht gesehen, gell? Weil laut Karte sind wir an dem schon vorbeigelaufen. Bigfoot-Funk gibt es nicht, Wule. Bitte? Es gibt kein Bigfoot. Moment. Das ist er. Wo? Was? Wir haben einmal getroffen. Gib doch mal, was der an Schaden kriegt. Das ist ein Schuss gewesen von mir. Ja, warte noch kurz. Ich hätte ihn noch nicht einmal. Oh, er hat sich komplett regeneriert. Na, er hat einfach eine dezente Feuerschwäche. Eine ganz, ganz leichte Feuerschwäche. Das ist was für ein Berserker. Boah. Improves Berserk Skill adds Incendiary Damage. Ja. Leider haben wir keinen Berserk dabei. Feuershot. Ja, aber einmal Feuer, also. Also unter dreimal tue ich es gar nicht mehr. Gut, das ist jetzt so falsch gewesen.
Oh Gott. Die Quest hat ja einen tollen Namen. It's Alive. Einladen, da geht's gar nicht. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Kohle, Kohle. Hast du mir gerade Geld nachgeschmissen? Ja. Problem damit? Stehst drauf. Natürlich. Ich sau. Trotzdem ist es irgendwie verwirrend. Also, ich komme auch nicht helfen, aber es ist verwirrend. Ole? Mhm. Ich hätte eine nette Maschine für dich. Mal gleich sehen. Boden? Bei mir. Die Glorious Havoc? Ja. Ah, der mit Feuerschaden. Sie ist genauer als meine, macht weniger Schaden, aber zwar Feuerschaden. Nehmen wir sie am Verdacht einmal mit. Ma, die hat dann noch eine höhere Kadenz. Not sure if... Man, sie hat 141 Schuss im Magazin. Das Magazin muss auf Quantenbasis arbeiten, das kriegst du nie die Schuss. Ich hab erwischt! Es schwebt in der Luft. Und es ist nicht für mich geeignet. Ich brauch generell die Glorious Havoc. Haha, es macht Spaß. Die Glorious Havoc sind für mich super, ja. Ah, schon wieder keinen erwischt. Die funktionieren super. Nochmal, nächste probiert zu suchen. Ich will ja keinen erwischt, das gibt's. Ah, doch, hab ich. Ha. Jawoll. Ha. Und nochmal. Was schießt du eigentlich auf dir? Eine Shotgun. Ammo count black. So, was machst du? Ja, warten, bis du den Scheiß da erledigt hast. Und das selbst mit der mit Revolver so viel höhere Entfernung machen. So. Und jetzt machen wir einen Cut. Bis zum nächsten Teil, Leute. Ja. Servus.